Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Giffey verzichtet auf Doktortitel, Lehrer leugnet Corona und keine vorgezogenen Weihnachtsferien für Berlin. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten vom Freitag, den 13. November. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel. Das hat die SPD-Politikerin in einem Schreiben gegenüber der Freien Universität Berlin erklärt. Giffey begründet darin ihren Schritt damit, Schaden von ihrer Familie und ihrer politischen Arbeit abwenden zu wollen. Erst letzte Woche hatte die FU Berlin bekannt gegeben, den Fall um die Plagiatsvorwürfe gegen Giffeys Doktorarbeit erneut aufrollen zu wollen. Die Berliner Schulaufsicht prüft einen ersten Fall eines Anti-Corona-Lehrers. Der Lehrer betreibt eine Homepage und einen YouTube-Kanal, auf dem er gegen die Corona-Maßnahmen wettert und die Existenz des Virus leugnet. Schüler, die mit TV Berlin gesprochen haben, berichten, dass der Lehrer auch in der Schule seine Ansichten kundgegeben habe und sich mehrfach über das Virus lustig machte. Laut Informationen des RBB wurde nun eine dienstrechtliche Prüfung der Schulaufsicht eingeleitet. In Berlin soll es keine vorgezogenen Weihnachtsferien geben. Dagegen haben sich Bildungssenatorin Sandra Scheres und der Vorsitzende des Landeselternausschusses Norman Heise ausgesprochen. Laut Scheres seien Schulen und Kitas der sicherste Ort. Frühere Ferien könnten zudem zu Planungsschwierigkeiten bei den Familien sorgen. Kritiker dagegen argumentieren, dass vorgezogene Ferien für eine Entlastung beim Corona-Infektionsgeschehen sorgen könnten. Eine Berliner Staatsanwältin demonstrierte im August auf einer Demo mit Reichsbürgern und Querdenkern. Laut Informationen des Tagesspiegel habe sie außerdem im Netz zum Widerstand aufgerufen und Verschwörungstheorien geteilt. Nun wird geprüft, ob die Staatsanwältin gegen ihre Beamtenpflicht verstoßen hat. Diese beinhaltet ein Abstandsgebot gegenüber Rechtsextremisten, Antisemiten, Rassisten und Verfassungsfeinden. In Berlin gibt es fast 2000 neue Infektionen mit dem Coronavirus an einem Tag. Laut den aktuellen Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung vom Donnerstagabend haben sich 1960 Menschen infiziert. Daraus ergeben sich aktuell 17.429 aktive Fälle in der Stadt. 12 weitere Menschen sind verstorben. Weiterhin ist mehr als jedes fünfte verfügbare Krankenhausintensivbett aktuell mit einem Covid-Patienten belegt. Diese Corona-Ampel steht auf Gelb. Weiterhin auf Rot steht die Ampel der 7-Tages-Inzidenz. Auf 100.000 Einwohner gerechnet haben sich in einer Woche 202,5 Berliner infiziert. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 288,3 ist der Bezirk Neukölln weiterhin besonders stark betroffen. Ja, der Bezirk tut gerade alles in seiner Macht Stehende, um die Infektionen einzudämmen und Infizierte zu kontaktieren, darüber aufzuklären, wie man sich in solchen Pandemiesituationen verhält. Und die müssen halt noch ein Stück weit durchhalten. Das ist eine Durststrecke für alle Beteiligten, für Wirtschaft, für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger. Aber ich glaube, wenn wir es gut durchhalten, dann schützen wir die Allgemeinheit. Denn das Entscheidende ist, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Die Berliner Caritas startet eine Spendenaktion für Obdachlose. Die Aktion im Erzbistum Berlin läuft unter dem Titel Lichter der Hoffnung – Obdachlosenhilfe 2020. Ziel sei, Obdachlose in der Weihnachtszeit mit allem Nötigen zu versorgen. Geplant ist unter anderem eine medizinische Versorgung in der Caritas-Ambulanz am Bahnhof Zoo und warme Mahlzeiten aus dem Caritas-Foodtruck. Für die Aktion bittet die Caritas um Spenden. Das Verfahren gegen die Berliner CDU wegen einer Wahlkampfaktion wurde eingestellt. Bei der Aktion mit CDU-Landesverbandschef Kai Wegner Ende Oktober hatte die Partei medienwirksam einen gelben Lamborghini abschleppen lassen. Auf dem Nummernschild des Wagens stand dabei Bye Bye. Geprüft wurde deswegen der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Laut der Staatsanwaltschaft war allerdings deutlich ersichtlich, dass es sich dabei um ein Fantasiekennzeichen im Rahmen einer öffentlichen Aktion gehandelt habe. Am Freitagmorgen wurde der Weihnachtsbaum auf dem Breitscheidplatz aufgestellt. Die 18 Meter hohe Zypresse wurde von Schauspieler Jörg Gutzuhn aus dessen Garten gespendet. Traditionell thront der Baum an der Gedächtniskirche über dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Wegen der Corona-Krise ist die Lage der meisten Weihnachtsmärkte in Berlin bisher noch unklar. Der Weihnachtsmarkt ist grundsätzlich noch nicht abgesagt, aber die steigenden Infektionszahlen lassen uns nicht gerade positiv hoffen.
Das Shoppingcenter Wilmersdorfer Arkaden wird 13 Jahre nach der Eröffnung in Wilmer umbenannt. Mit dem neuen Namen geht auch eine Neugestaltung des Einkaufszentrums in Charlottenburg einher. Zu den Neuheiten im Center gehören dabei eine Markthalle mit Gastronomie und Lebensmittelgeschäften. Das Center wurde im laufenden Betrieb für etwa 40 Millionen Euro mehr als 2 Jahre lang umgebaut. Und damit zu den Wetteraussichten. Freitagnacht bleibt der Himmel bedeckt, die Tiefsttemperaturen sinken auf 8 Grad. Auch Samstag bleibt der Himmel den meisten Tag über bedeckt. Nur nachmittags lockert es sich auf und die Sonne ist kurz zu sehen. Sonntags ist der Himmel bis zum Nachmittag nur leicht bedeckt und die Sonne ist auch zu sehen. Dazu gibt es satte 14 Grad. Montag kühlt es leicht ab und bleibt wechselhaft. Dienstag wird es dann wieder wolkiger und regnerisch. Das waren die TV Berlin Nachrichten für diese Woche. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis Montag.